Hallihallo und einen wunderschönen guten Tag wieder mal bei unserem IndyCar Racing Nummer 2 und wir sind jetzt in Cleveland angekommen, das 10. Saisonrennen und das ist der aktuelle Stand. Wir sind immer noch 7., nachdem wir kurzfristig auf dem 5. Platz waren, sind wir nach dem Fiasko im letzten Rennen, wo wir in der ersten Kurve ja schon den Crash hatten, wieder auf den 7. Platz zurückgefallen. Immerhin 6 Pole Positions, damit haben wir von allen die meisten. Das bringt ja auch noch Zusatzpunkte, aber naja. Al Unser Jr. führt auch weiterhin die Wertung an, der ja im letzten Rennen ausgeschieden ist nach Unfall mit uns. Dann Gordon Rahal, Jill DeFerrin und Mauricio Gugelmong machen hier die Top 5 komplett und der Rest. Jimmy Vesser zum Beispiel, Fittipaldi, Brian Herter hier, Stefan Johansson auf der 13 und so weiter. Könnt ihr es euch angucken. Matsushita noch ohne Punkte, also der enttäuscht ein bisschen, Reblando auch. Und ja, das ist jetzt Cleveland, Ohio, der Burke Lakefront Airport. Der ist 2,369 Meilen lang, mal 1,6 ungefähr, wenn ihr die Kilometer wissen wollt. 4 Runden gibt es drauf und das ist ein Flughafen, also da bin ich schon mal gespannt, was das für eine Strecke überhaupt ist. Flughafen, Landebahn, Startbahn und die ganzen Zufahrtsstrecken, die sogenannten Aprons. Das könnte eine sehr breite Fahrbahn sein, aber das werden wir gleich sehen. Wir gehen einfach mal in das Training und werden dort mal eine Runde fahren. Und dort hinten haben sie sogar den Hafen ein bisschen abgebildet mit Schiffen. Das ist ja ganz schön cool gemacht. Hier in der Perspektive sieht man es nicht so, nur aus der Onboard komischerweise. Das heißt, wenn wir aus der Perspektive fahren, da verpassen wir vieles. Das ist ja schlecht. So, hier ist irgendwie... Was ist jetzt los? Gib mal Gas. Ich sehe ja kaum, wo es hingeht. Oh, die Strecke ist doch ein bisschen breit. Warum allerdings aus den anderen Perspektiven der Hintergrund ausgeblendet wird, ist mir jetzt nicht geläufig. Das ist wahrscheinlich bloß irgendeine Detaileinstellung in den Grafikeinstellungen. Oh, das ist doch schon eine recht breite Straße. Das ist natürlich immer für unsere Fahrkünste eher positiv zu bewerten, wenn man ein bisschen mehr Spielraum hat und nicht gleich ins Gras fährt und sich dann wegdreht, so wie uns das schon mehrfach passiert ist. Oh ja, die Strecke sieht eigentlich ganz annehmbar aus. Hier ist die Landebahn 24R. Das haben sie auch schön dort drauf gezeichnet. Die gefällt mir sehr detailliert. Und hier hinten die Skyline von Cleveland. Leider sieht man die, wie gesagt, nicht aus den anderen Perspektiven. Aber das ist dann wahrscheinlich bloß irgendeine Detaileinstellungsfrage. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas finde. So, hier links kommt die Boxengasse und dann zum Beispiel auf Start und Ziel. Also die Strecke, die ist doch, gefällt mir, wenn ich mir so die ersten Runden angucke. Aber wir haben jetzt noch keine Zeit gefahren, oder? So, hier kommen jetzt noch andere auf die Strecke. Egal, wir haben eine Runde gefahren, das reicht mir im Prinzip. Und wir gehen jetzt in die Qualifikation rein. Nehmen da wieder unsere Einstellung. Schnellste Runde über den Sigil de Ferren mit 57,8. Zur Qualifikation auf diesem sehr schönen langen Kurs. Ich gehe nochmal in die Onboard-Perspektive für die Skyline und dort hinten das Schiff. Oder ist es ein Schiff? Sieht so aus, irgendwie ein großes Containerschiff. Dort hinten sind auch so Kräne angedeutet, würde ich sagen. Auf diesem breiten Asphalt hat man kaum Orientierung, wo es lang geht. Aber vielleicht kriegen wir das auch so hin. So, jetzt kommt hier eine leichte Rechtskurve. Jetzt müsste gleich noch eine andere Rechtskurve kommen. Ach ja, an diesen gelben Markierungen sieht man es ein bisschen. Ja, die Autos scheinen sehr tief zu liegen, daher sieht man das auch nicht so gut, wo es lang geht. Ich gehe mal wieder in die Perspektive, die ist mir geläufiger.
hier in Cleveland natürlich. Auf dem Flughafen. Ich weiß jetzt nicht, ob der stillgelegt ist, der Flughafen, oder ob der noch benutzt wird, ob der bloß für Rennen hier abgesperrt wird. Das könnt ihr ja selber in einschlägigen Nachschlagewerken nachgucken. Und jetzt geht's in die schnelle Runde. Na, du brauchst ja nicht auf ganz langsam runterbremsen. Sondern hier können wir auch ein bisschen schneller durchschroten. Jetzt kommt dieser leichte Rechtsknick. Achso, wir müssen uns links halten, weil dann hier gleich diese Rechtskurve kommt. Oh, sehr viel quietschende Reifen. Wie ihr hört, also hier die armen Reifen, die werden ja wahrscheinlich Schrott sein. Nach dem Rennen, wir sind doch ganz gut durchgekommen, bislang noch fehlerfrei die Runde. Oh, aber jetzt, hätte ich es bloß nicht gesagt. Da vorne an die Gegner kommen wir kaum ran. Na gut, das liegt jetzt wahrscheinlich eher an dem Fahrfehler. Nicht in die Box, nein! So, und jetzt schauen wir mal, welche Platzierung wir hier haben. Dritter. Wer ist denn am schnellsten? Oh, wir müssen noch irgendwo 3 Sekunden hernehmen. Das ist ja übel. Bobby Rahal, aber wo ist unser Konkurrent Al Unser? Der hat noch keine gute Zeit gefahren. Der ist immer aus dem Top 5 gerade. Doch, jetzt kommen wir hier vorne an diesem bisschen ran. Leider weiß ich nicht, wer das ist. Nicht so weit raus. Überholversuch. Ui. Und ui. Das ging ja gerade nochmal gut. Werfen wir nochmal einen Blick ins Replay, was da jetzt passiert ist, ob es den anderen weggedreht hat. Es sah fast so aus, aber sicher bin ich mir nicht. Hier kommt's gleich. In der nächsten Kurve die Berührung. Jetzt. Ah, doch, er musste bremsen. Die Frage ist, wer war das jetzt? Ich versuche mal, ob wir den irgendwie hinkriegen. Hier sind noch welche an der Box. F. Jones war das scheinbar. Ist es unser Teamkollege, zufällig? So vom Auto, von der Autolackierung könnte das hinkommen. Und hier kommt jetzt nochmal die Szene. Überholmanöver. Hier war es noch nicht. Jetzt hier auf der langen Gerade. Der Berührung, die Berührung dann. Doch, er dreht sich leicht weg. Und da ist seine Runde versaut. Und das gucken wir nochmal aus der Zeppelin-Perspektive. Hier kommt's, wir kommen besser aus der Kurve. Und dann, bang, Berührung. Tja, und es geht weiter für uns. Wir müssen hier noch 3 Sekunden irgendwo abgreifen. Oh, sehr gut gebremst, die Kurve. Oh, sind wir ein bisschen weit rausgekommen, obwohl es geht. Und jetzt gucken wir mal, welche Zeit das ist. Hoffentlich eine gute. Ach, Pole Position. Jo, so geht das. Also können wir jetzt ins Rennen gehen. Wir haben wieder hier unsere Einstellungen, Options, Easy. Gehen aber mit dem Fuel ein bisschen runter. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so vom Gewicht sich irgendwie auswirkt. Aber wenn ich es halbiere, dann ja. Gucken wir auf die Startaufstellung. Wir auf der Pole Position und dann Bobby Rahal, Zweiter, mit einer halben Sekunde und dann ein deutlicher Abstand zu John Mason. Dann Vierter, Danny Sullivan, auch schon wieder 7 Zehntel langsamer.
Also die Abstände hier in den Top 5 extrem teilweise. Dann Jimmy Vesser 5. Fittipaldi, Mauricio, Kugelmorgen, unser Konkurrent, also der Führende in der Gesamtwertung, nur auf der 8. Dann Gordon Pruett, Anderson, Ribeiro und so weiter. Ihr könnt euch das ja selber angucken. So, wer ist eigentlich nicht am Start? Alle? Weiß ich nicht. Okay, ich save das einfach mal. Keine Ahnung, ob es irgendwas bringt. Und ins Rennen. Und dann müssen wir direkt Bobby Rahal. Und dann haben wir natürlich einen besseren Start. Ich blende das mal weg, das irritiert nur. Und das Rennen ist eröffnet hier in Cleveland auf dem Flughafen. Was? Da. Nein. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Komm, jetzt gib bitte Gas. Ich bin einfach nur fassungslos. Das kann es doch echt und wirklich nicht sein. Okay, wir sind nur Vierter jetzt auf den Vierten zurückgefallen. Es hätte auch schlimmer kommen können. Boah, es ist halt noch alles drin. Es ist erst am Start des Rennens. Das ist natürlich wieder extrem ärgerlich. Bleib bloß hinten und crash mich nicht weg, dann werde ich aber hier zur Sau. Nein! Oh, bloß keine Berührung, bitte nicht. Bloß keine Berührung. Na, können wir jetzt hier schon den ersten überholen? Ich will es mir eigentlich fast schon gar nicht trauen. Doch, ich mach's einfach mal. Und wir sind jetzt Dritter. Wir haben jetzt den Mason überholt. Und es ist nur noch Fittipaldi. Nein, das hat uns wieder zurück überholt. Oh, was für ein... Das ist gleich nochmal replay-würdig, die Szene. Hier kommt's. Hier überholen wir in der Kurve. Sind vorbei. Mason ist dann aber besser, hat die bessere Linie gefunden, kann überholen wieder und wir ziehen ein bisschen aus dem Windschatten und sind jetzt vorbei, hoffentlich endgültig. Oh, wir kommen jetzt sehr weit wieder raus. Also ich treffe hier überhaupt nicht die Linie, die die Gegner fahren, aber das ist mir so ziemlich egal. So, vor uns ist jetzt Fittipaldi und Sullivan. Die Anzeige rechts oben ist mir ein bisschen zu groß, gerade in Rechtskurven. Verdeckt die doch zu viel, finde ich. Also da hätten sie es ein bisschen kleiner machen können. Das ist dann teilweise wichtige Sicht, die man dann nicht mehr hat. Ui. So, jetzt ist aber Fittipaldi dran. Und wir sind vorbei. Wir sind wieder auf Platz 2. Jetzt ist nur noch dieser andere Typ vor uns. Der Sullivan. Also nicht Ronnie Sullivan. Ronnie O'Sullivan vom Snooker, sondern ein anderer Sullivan. Ein Rennfahrer Sullivan. Wie auch immer, was für, wofür das D jetzt steht, weiß ich jetzt nicht. Jetzt haben wir die Chance, wieder die Führung zu erobern. Ich bin lieber ein bisschen vorsichtig. Oh! Ich glaube, den können sie jetzt vielleicht gedreht haben, den Sullivan. Das müssen wir gleich mal in der Wiederholung angucken, aber ich möchte gerne erstmal durch diese Kurven. Ui. Hier kommt's nochmal. Oh, das war jetzt aber... Vor uns dieser Sullivan. Hier, das ist er. Hier gab's die Berührung und Sullivan dreht sich. Sullivan hat sich gedreht und da ist einer ausgerollt. Muss ich doch gerade mal gucken. Aus seiner Perspektive. D. Sullivan. Hier kommt's nochmal. Die Szene. Überholt. Hier sind wir rechts. Und dann, bang, Berührung. Den dreht's weg. Kann man jetzt natürlich drüber streiten, wer schuld war an diesem Unfall.
kann man jetzt drüber streiten. Vielleicht hält sich das aus der Zeppelin-Perspektive noch ein bisschen auf. Wer da vielleicht schuld ist. Wir sind da eigentlich im Prinzip schon fast vorbei. Und Sullivan crasht uns in die Seite. Also ich würde hier Sullivan die größere Hauptschuld geben, weil wie ihr seht, zum Zeitpunkt der Kollision sind wir im Prinzip schon fast komplett vorbei und er hält sozusagen in uns rein. Er hätte im Prinzip auch die Tür ein bisschen aufmachen können. Also ich würde sagen, Sullivan ist dort schuld an diesem Unfall. So, wir sind jetzt wieder zurück auf Platz 1. Hinter uns die Gegner, man hört's, wenn mehrere Motorgeräusche aufheulen beim Rausbeschleunigen. Dann hat man ein kleines Problem und wir gucken jetzt mal. Also dann Fittipaldi direkt hinter uns, Bobby Rahal, Zweiter im Moment. Quatsch, Dritter. Mason und Hörter ist der aktuelle Stand in der vorletzten Runde bei diesem. Wo sind wir gleich nochmal? In Cleveland. Beim Cleveland-Rennen auf dem Flughafen. Das war schon eine dramatische Phase jetzt, aber jetzt gucken wir mal in der letzten Runde, in die es jetzt geht, dass wir das noch ins Ziel bringen. Wow. Oh, die Kurve, die ist aber schon ein bisschen fies. Da. Oh. Damals Zeit wieder verloren. Müssen wir jetzt wieder ein bisschen rausfahren. Fittipaldi 1,8 Sekunden hinter uns, ist aber nicht aussagekräftig, weil das immer nur an der Startzielgerade misst und die ist jetzt schon sonst wie weit entfernt von uns. Die Startzielgerade. Ui, jetzt hätte ich gerade gedacht, wir drehen uns gerade nochmal weg, weil das auch so ein bisschen komisch ruckeln hatte gerade. Aber zum Glück nichts passiert. Und jetzt kommt nochmal die Rechts-Links-Kombination und dann ist das Ziel da, aber ich möchte noch nicht zu viel versprechen. Weil noch kann ja noch was passieren. Längst die Boxeneinfahrt, die brauchen wir nicht. Und ab geht's. Sieg, jawohl, gewonnen. Das war doch ein spannendes Rennen gewesen hier in Cleveland. Das hätte auch schief gehen können. Juhu, wir haben gewonnen. Kann man hier Donuts machen? Nee, kann man nicht. Aber ich mache jetzt mal ein bisschen den Beißler-Crash hier. Na gut, so nah an der Startzielgeraden würde ich das auch nicht machen. Ich will ja nicht irgendwelchen Leuten noch die Platzierungen versauen. Aber wir haben gewonnen, haben noch uns vom vierten Platz noch vorgekämpft in allen, in meinen Augen, doch schon spannenden Rennen, wo wir doch einige schöne Überholmanöver gezeigt haben, die auch hätten schief gehen können. Aber wir haben es überlebt. Hier vorne fährt einer, gleich nicht mehr, ihr wisst warum. Oh, nicht getroffen. Was? Aber jetzt. Aha. Den hat's weggeknödelt. Hier vorne fährt sogar noch die ganze Gruppe. Und ist mal aufs Gras gekommen. Juhu. Und Dreher. Los, komm, dreh dich. Yes. Haben wir uns wenigstens einmal gedreht hier im Rennen. Ich möchte gerne in die andere Richtung weiterfahren. Das wäre absolut nice, wenn das ginge. Mein Geschirrspüler ist übrigens gerade fertig. Kommt jemand den ausräumen, bitte? Das wäre cool. Jetzt frontal rein! Oh, das war nix. Das war aber ein brutaler Crash jetzt. Der war schon heftig. Und wir haben gewonnen. Hier seht ihr es. Jawohl. Aber den Crash möchte ich mir gerne mal aus der Perspektive angucken, wie es den dort gerade zerlegt hat. Dem sind wir richtig schön seitlich in die Seite gefahren. Was ist hier los? Endet das irgendwann, oder?
so. Ich bin im falschen Auto. Ich bin im falschen Film sozusagen. Das war gar nicht meins, was der hier eingestellt hat. Das ist meins hier. So, jetzt gucken wir nochmal hier der Dreher. Hier dreht es uns weg. Ich spule mal ein bisschen vor, weil es ist doch ein bisschen unspektakulär jetzt. Und hier geben wir jetzt gleich Gas zurück. Hoffentlich. Und dann, wenn es dann mal passiert, versuchen wir jetzt hier zu lenken. Und geben Gas. Es ruckelt ein bisschen beim Vorspulen, glaube ich. Ich spiele es mal lieber so ab. Jetzt läuft es wieder flüssig. Okay. So, hier erst den ein bisschen mitgenommen. Dann federt es uns hier aufs Gras. Und jetzt... Bang! Oh, den haben wir voll seitlich mitgenommen. Das ist ja heftigst. Hier nochmal aus der TV-Perspektive für alle, die auf sowas stehen. Früher gab es ja auf DSF mal diese Sendung, wo die nur die ganzen Crashs gezeigt haben, außer Kontrolle hieß die. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch, ja. Man kann doch aber auch, kann man auch aus anderen Autos sich die Onboard angucken, dann könnte man doch im Prinzip auch sich mal von so einem in die Onboard-Kamera gehen. Und sich den Crash dann mal so angucken. Hier kommt es hier vorne gleich, oder? Nee, egal. Macht nichts, wir haben gewonnen. Ich gehe mal auf Exit und das ist das Ergebnis. Wir haben gewonnen, kriegen 22 Punkte, also 21 Punkte für den Sieg und zwar 1 Punkt für die schnellste Runde. Für die Pole Position natürlich. Dann Fittipaldi auf Nummer 2, Bobby Rahal. Dritter, Mason, vierter, Hörter, fünfter. Pruitt, Sullivan, Gugelmann, Jimmy Vesser, Al-Ansar Jr. nur auf der 10 und hat dafür nur 3 Punkte gekriegt. Dann der Balboni, elfter, Edwards, zwölfter und der Rest keine Punkte, darunter Bösel, Gordon, Kimball, Johansson, Ferren, Jules de Ferren, Matsushita und so weiter. Oh, und Shawman mit elektrischem Problem ausgeschieden. Margin of Victory 2,409, was auch immer das heißt. Ich habe keine Ahnung. Margin heißt ja irgendwie, naja, egal. So, und das ist der Saisonstand. Wir sind jetzt wieder auf dem 5. Platz vorgerückt. Al-Ansar Jr. führt immer noch, aber sein Vorsprung wird immer, immer knapper nach vorne. Nach hinten nur noch 5 Punkte Rückstand auf den zweitplatzierten Bobby Rahal. Dritter ist dann der liebe Herr Gordon. Und Gilles de Ferran hat auch nur noch 20 Punkte. Im Prinzip heißt das, wenn Al-Ansar Jr. im nächsten Rennen vielleicht ausscheidet und alle anderen gewinnen oder besser sind oder viele Punkte heimfahren, dass er bereits im nächsten Rennen seine Führung abgeben muss. An uns glaube ich noch nicht, oder? Was hätten wir bei dem Sieg? 21 Punkte sind 110, 111 plus schnellste Runde. Nee, es reicht doch nicht ganz. Aber wir arbeiten uns langsam vor. Hoffentlich, wenn nicht wieder sowas passiert wie im letzten Rennen in Toronto. So, dann 6. Gugelmann, Jimmy Vesser, 7. Pruitt auf der 8. Fittipaldi haben wir auch noch mit dem 9. Platz. Hörter, Bosel, Sullivan, Johansson, Fittipaldi, Rebiero, Mason, Edwards, Salerno, Anderson, Gibson, McGovern, Lake, Matsushita immer noch ohne Punkte. Dann Jones, Craig, Pantano, Hamm, Kimball, Shawman, Reblando, Clancy ebenfalls ohne Punkte. Ja, da würde ich sagen, das war's von hier aus Cleveland. Und das nächste Rennen ist dann in Michigan. Und das ist wieder ein Oval. Da glaube ich eher haben wir vermutlich nicht so die Chance. Das Michigan International Speedway in Brooklyn, Michigan. Und das Rennen sehen wir dann als nächstes. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss.